Wir machen heute was ganz Spannendes. Und zwar gehen wir mal bei Get Voila rein. Das kennt ihr sicherlich schon von den Sterne-Kochboxen. Die haben aber auch was anderes Spannendes. Und das ist die Abteilung Fine Dining bei denen. Da gibt es von Star-Köchen bis hin zu Sterne-Köchen, auch 3 Sterne, wirklich krasse Gerichte, die ihr für unter 15 Euro euch nach Hause einfach bestellen könnt. Um neben den Pizzen, die es natürlich auch von mir bei Get Voila gibt, hier auch nochmal ganz spannende Sachen habt, die ihr euch vielleicht selber zusammen zubereiten könntet. Das wollten wir so drehen, dass das jetzt tatsächlich wieder bei Get Voila stattfindet. Das ist ein Zufall. Die sind ja auch meine Partner. Ich kriege gleich noch einen Rabattcode, das Übliche, ne? So, wir fangen aber mal kurz an und schauen mal rein, was wir hier bekommen haben. Denn eine Sache ist ausverkauft von einem Sternekoch, aber wir haben noch viele andere wilde Sachen. Und die sind genau hier. 7 Stück an der Zahl. Ich gehe mal ganz kurz durch. Safran Chicken Korma von Asma Khan, das ist eine Star-Köchin. Da haben wir nochmal von ihr auch Blumenkohl-Kokos-Curry. Dann haben wir, und jetzt geht schon in die Sternenrichtung, von Dalat Kambu einmal Tomka-Suppe mit Tofu. Dann haben wir Teriyaki-Lachs von Anton Schmaus. Auch 1 Stern. Dann weiter mit einem Stern noch. Ali Göngemusch. Da ist auf jeden Fall auch nochmal 1 Stern. Jetzt geht's schon in die noch wildere Richtung. Gerichte? So bei euch in TK hämmern. Und zwar von 2 Michelin-Sterne. Kalbsrahm-Gulasch mit Kartoffelwürfelchen. Geil, oder? Von Sebastian Frank 2 Sterne. Und dann Coq au Vin. Kennt vielleicht noch der ein oder die andere aus dem Kino. Von Thomas Bühner, 3 Michelin-Sterne. Alles hier mit drin. Mit Rotwein, Soja-Jus und Kurkuma-Reis. Weichgeschmort, Hähnchenkeule, egal. Wird auf jeden Fall bestimmt krank lecker sein. Ich habe selber noch nie probiert. Wir probieren es heute das erste Mal. Da die alle folgendermaßen aufgebaut sind. Ich öffne mal kurz hier unser Safran-Chicken. Ich will kurz betonen, damit mir hier keiner was vorhalten kann. Asma Khan ist im Guide Michelin, also zählt auch noch in meiner Welt zu Michelin-Köchen. Die sind alle hier fertig in Sous-Vide-Beuteln. Du hast einmal einen Kokosreis hier. Du hast einmal, sehr wild von der Seite aufgezogen, Hühnchen-Safran-Curry. Das kann man auch viel schöner aufmachen, muss ich ehrlich sagen. Das hier ist so ein kleiner Drizzle. Knusprige Mandeln sind das hier. Die sind auch schon ready to go. Und das muss man einfach nur ins Wasserbad legen. Kleinen Topf mit ungesalztem Wasser füllen, aufkochen. Vakuumierbeutel mit dem Kurkuma-Chicken und dem Reis verschlossen. 10 Minuten da rein ins kochende Wasser. Wasser weiter köcheln lassen, Beutel zwischendurch mal wenden. Kurz vor dem Anrichten Topping mit einem kleinen Becher in eine Schüssel umfüllen. Dann sieht es super crazy aus. Wir achten jetzt natürlich nicht so darauf. Muss ja schmecken, ne? Vakuumbeutel mit einer Zange aus dem Wasser nehmen. Ich habe noch so coole Handschuhe. Die gibt es auch bei uns im Shop natürlich, bei Fivi von Moesta. Die können bis 350 Grad... Ah, guck mal, die können bis zu 350 Grad, da könnt ihr auch problemlos einfach in kochendes Wasser rein. Die Geräte hier gibt es auch bei uns im Shop in 2 verschiedenen Größen. Das werde ich mir nämlich damit einfach rauspicken, dann spare ich mir die Zange. Kannst auch einfach in den Backofen mit rein. Und du hast einen Backofenhandschuh, so nenne ich die persönlich immer. Eigentlich auch geil fürs Grillen, weil du direkt auf den Grill damit kannst und so warme Sachen anpacken. Du kannst damit auch direkt dir alle Sachen nehmen und hast nicht immer so Fäustlinge. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann immer ein bisschen Krise. Die Sachen, wie gesagt, auf fivi.gg. Ich habe keinen Rabattcode dafür. Wir gehen aber in die Zubereitung, machen die mal auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit den fertigen Gerichten genau hier wieder. Aber in der Zwischenzeit, ganz klares Ding, brauchen alle 8 bis 10 Minuten, geht relativ zügig. Für euch da draußen noch was ganz wichtig. Get Voila sind ja tatsächlich auch inzwischen, wie angekündigt, meine Partner. Ich habe mit denen zusammen eine Pizza gemacht. Eine neapolitanische Calabrese-Pizza, die handgemacht aus Neapel zu euch nach Hause kommen kann. Da könnt ihr mit meinem Code FreeWaffel 10% sparen, auch auf diese Probierpakete. Ihr kriegt direkt bei eurer Pizza Calabrese, die so bei euch ankommen wird, ein wunderbares Mundgefühl, denn es werden ausschließlich italienische Zutaten verwendet und das Ganze ist natürlich ohne Gentechnik. Knuspriger Rand ist von mir garantiert und ich kann euch sagen, bei Fivi gibt es da in Zukunft vielleicht auch noch den einen oder anderen Dip für die Leute, die Pizza immer nur mit Dip essen wollen. Und noch was dazu, denn sobald ihr dieses Video hier seht, manche sehen es jetzt schon vorher, denn wir streamen unseren Arbeitsalltag jetzt neuerdings immer auf Twitch. Das heißt, die Leute gucken gerade schon live zu, während ihr erst dieses Video seht. Einfach auf Sturmwaffel auf Twitch. 13 Uhr bis abends, bis wir fertig sind, wenn wir hier im Studio sind. Könnt ihr jetzt uns zugucken, auch beim Video drehen. Aber die wissen es schon. Ihr kriegt es aber erst mit diesem Video hier. Denn sobald dieses Video online geht, könnt ihr jetzt auf Get Voila gehen. Und es gibt die Sturmwaffel-Aktionswochen. Das Ganze geht für 10 Tage und gibt euch 15% im Shop. Und wenn man da nochmal meinen Code FreeWaffel verwendet, könnt ihr auf diese 15% im Shop
nochmal 10% drauflegen. Das heißt, ihr seid vielleicht dann, wenn ihr jetzt mal klug und schnell handelt, bei 25%. Und wir bereiten jetzt mal zu und zeigen euch das in wunderschönen Shots. Ich mache Pizzaübergang. Calabrese! Haben einiges zubereitet. Die Leute im Livestream haben es schon genossen. Es ist das ein oder andere kurze Hoppala passiert. Das, ja, ich sag mal so, wir wollten den Teller von dem Bild nehmen, aber anscheinend scheint der Teller vom Bild ein bisschen tiefer zu sein als der hier. Wir sind bei vielen Gerichten jetzt lauwarm unterwegs natürlich, weil wir die alle gleichzeitig gemacht haben. Zeigt aber, wie divers man einfach sich hier 7 verschiedene Gerichte von Fisch bis komplett vegan bis Fleisch zubereiten kann. Das heißt, falls ihr eine kleine Großfamilie habt und öfter für die kochen müsst und jeder isst irgendwie was anderes und hat auf was anderes Bock, legt euch eine große TK zu. Weil dann gibt es nämlich zuerst Pizza und dann erst die Fine Dining Gerichte, weil ich bin nämlich auch niemand im Sternebereich. Aber ich kann okay kochen. Ihr werdet es bald sehen. Ich fange mal hiermit an. Ich habe sie mir hier nochmal drunter gelegt. Das ist das Safran Chicken Korma von Asmakan. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Röstzwiebeln, die man dann in der Mikro separat nochmal anmacht. Wir haben Kokosnussreis und dann dieses wilde Chicken noch dazu, was ultra zart ist. Ich habe so viel Fertiggerichte probiert aus Supermärkten. Ich müsste hierzu eine ganz klare Meinung haben, weil ich so viel Ersatz oder nochmal andere Produkte gegessen habe. Aber auf so einem Level, das muss richtig abholen. Das ist dumm lecker. Zimtig, würzig, rundum geiles Erlebnis. Immer noch gut warm, muss ich ehrlich zugeben. Eine Sache, die ich wirklich nicht verstehe, sind diese Mikrowellenröstzwiebeln. Ich verstehe, dass man irgendwie so damit einherkommt und das dann noch so kreiert, aber vom Feeling ist es nicht mehr so. Ich probiere mal, ich bewerte nie Sterneküche. Ich bewerte aber die Fertiggerichte, die hier gezaubert worden sind, so wie man sie sich schnell im Alltag zubereiten würde, also auch nicht mit allen Anweisungen, das muss jetzt so aussehen, sondern so wie man das zu Hause eben schnell machen würde. Keiner guckt, ihr habt Bock jetzt auf nochmal einen geilen Lachs, so, dann ne, macht man sich das halt eben einfach mal so in den Teller. Ist bei mir eine 8 von 10. So, ich mache weiter mit auch nochmal Asmakan, von der waren ja 2 Sachen dabei. Einmal das vegane Blumenkohl-Kokos-Curry. Das ist wahrscheinlich Kokos wegen dem Reis da drunter. Wir haben schönen Blumenkohl hier noch mit drin, große Stückchen. Das musst du so krass takten, dass du immer noch so einen richtigen Schnitt in den Blumenkohl hast. Bei jedem anderen Fertigessen, dann zerfällt dir das so und zerfleddert uns eigentlich nur noch ein Mousse. Das ist ja nur noch richtig dumm. Nicht so krass intensives Curry, wie ich dachte. Blumenkohl super bissfest. Reis super auch nach wie vor, obwohl der aus einem Beutel kommt, was mich total irritiert. Ganz leicht spicy. Ansonsten sehr frisch. Komisch, das im Kontext von einem Curry zu sagen, aber es ist wirklich sehr, sehr frisch. Sehr lecker. Komplett vegan. Ein paar Erbsen noch mit dabei. Alles schöne Bissfestigkeit. Ich finde das geiler als das mit Fleisch, muss ich sagen. Das ist für mich eine 9 von 10. Das ist fast pure Perfektion, sag ich mal. Geil. Hier haben wir jetzt mal von Dalat Kambu. Ich habe immer echt Angst, das zu butschern. Wir haben Tomka-Suppe mit Tofu drin. Auch vegan. Hat schon einen Stern. Ich tue mich schwer, sowas zu bewerten. Ich tue mich so schwer. Da habe ich nicht das Handwerk zu. Das finde ich frech. Gulasch ist vergleichbar. Wir haben die Suppe hier. Ich habe noch nie sowas gegessen. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich einstellen muss. Let's try. Cremig, klar. Scharf. Spannend. Cremig und scharf in der Kombination finde ich sowieso immer super spannend. Tofu, immer noch super lecker, obwohl das so eingefroren war. Generell aber überwiegt mir so die Schärfe und da ist noch so eine Zitrusnote mit drin. Irgendwie so Zitronengras oder irgendwie sowas Wildes. Da ist nur so eine leichte Fruchtigkeit mit dabei. Tofu ist und bleibt aber, also geile Bissfestigkeit, trotzdem Tofu bleibt Tofu. Und wenn das nicht so richtig crazy, also ich glaube, ich habe einfach ein Tofu-Thema. Ist trotzdem absurd lecker. Ist es so lecker wie das hier? Wenn ich Kommazahlen geben müsste, wäre ich genau zwischen den beiden. Ich gebe keine, ich entscheide mich fürs Bessere, damit mich keiner meuchelt. Das sind auch eine 9 von 10. Aber unterschiedlich. Weil krass lecker für eine Suppe. Ich gehe einmal kurz hier rüber. Zack, zack, zack. So, ich wollte nur meine Gabel abwaschen. Weiter geht es mit der Sterne-Gastro. Wir haben Teriyaki-Lachs. Das ist auch was, was ich mir, glaube ich, auch mal so fetzen würde, weil ich liebe Teriyaki. Da drauf haben wir ein japanisches Dashi-Risotto und noch ein Algensalat. Ab geht's.
Hat Timo angerichtet. Sieht wirklich sehr gut aus. So, ich bin jetzt ganz doll gespannt. Einmal hier in der Seite rein. Bernd würde sagen, der Perfect Bite. Wenn Fisch, dann Lachs. Und wenn Lachs, dann dieser. Der ist 10 von 10 lecker, ne? Das ist für mich ein perfektes Fischgericht. Das würde ich hier so wegatmen. Obwohl ich nicht oft und viel Lachs esse. Der schmeckt leicht fischig. Ich finde das aber in dem Kontext mit dem Teriyaki, weil das so derbe ist, überhaupt nicht schlimm. Risotto, ein bisschen Bissfestigkeit verloren. To be fair, eigentlich müsste man sagen, aber das ist auch wieder wie bei allen Gerichten auch schon davor, vielleicht meine Zubereitungsweise. Aber geschmacklich finde ich das eine 10 von 10. Aber Risotto kann immer noch mal so ein bisschen Biss haben. Das ist schon sehr weich, aber das liegt dann auch sehr lange und hat viel Feuchtigkeit natürlich dann. Wenn es vakuumiert ist, könnte aber auch einfach sein, dass ich es noch müh zu lange drin gelassen habe. Hier war ein bisschen Chaos, ein bisschen Krise. Geschmacklich aber 10 von 10. Finde ich komplett geisteskrank. Krank lecker, also sage ich euch ehrlich. Dann geht's einmal weiter. Orientalischer Linsensalat mit Auslandpilzen von dem Ali Güngermösch. Von Ali. Wir kennen uns nicht unbekannterweise. Liebe Grüße. Ein Linsensalat. Orientalisch Auslandpilze. Es riecht fantastisch. Liebe Linsen. Ich finde das super lecker. Die Austernpilze haben für mich einen Tick zu viel Feuchtigkeit gezogen, was die sehr fluffy macht, so ein bisschen. Dennoch, safe. Wir sind genau wie hier, 8 von 10. Das ist so weit weg von irgendwie nur okay zu sein, geschmacklich. Allein schon dieser Linsensalat, das wäre dumm, was anderes zu geben. Aber ich glaube, ich habe bei den Austernpilzen vielleicht ein bisschen was falsch gemacht, weil ich auch alles gewasserbadet habe. Es kann auch gut sein, dass man sich vielleicht noch mal kurz was anrösten muss. Ich habe aber einfach mal so zugelangt. Ne? Ich will das haben, ich muss autodidaktisch das machen können. Die sind sous vide eingeschweißt und dann ab dafür und los. Wir sind in der 2-Sterne-Michelin-Küche angekommen, in der schlechtesten Präsentation auf einem Teller jemals. Das ist nämlich Kals Rahm Gulasch mit Kartoffelwürfeln mit drin. 2 Sterne von Sebastian Frank. Sterneküche immer so Vorname und Nachname, hört sich beides an wie ein Vorname. Ne? Ist der Frank, ist der Sebastian. Wir probieren es mal. Ich möchte mich schon mal präventiv entschuldigen. Ich weiß, dass viele Sterneköche bei Get Voila auch selber noch mal zugucken, was so an Videos da. Entschuldigung, Herr Frank. Sorry, bitte nicht geißeln. Das ist bestimmt lecker, aber ich habe es scheiße angerichtet. Let's try. Oh, die hat einen Kick. Du hast eine leichte Säuerlichkeit von dem Rahm da noch mit drin. Du hast zartes Fleisch. Du hast super kleine Flöckchen an Zwiebelchen und Kartoffelchen, diese kleinen Kartoffelstückchen. Du hast eine super Bissfestigkeit immer noch mit da drin. Und du hast eine schöne, so eine Rosenpaprikaschärfe. So, das ist wirklich so ganz sanft. Aber so bei einem, also schon so Mühe über Pfeffer würde ich dem schon geben. Ne? Also wer nicht so ganz scharf gerne isst, der hat hier schon ein Thema mit auf jeden Fall. Das ist schon super lecker. Wow. Also für mich, das sind 10 von 10 lecker. Aber du kriegst mir auch mit allem, was in irgendeiner Form Fleisch in einer großen Soße oder Suppe ist. Das ist, da bin ich bestechlich. Aber unfreiwillig bestechlich. Jeder im Team wird heute auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Und jetzt zum großen Highlight. Wir haben das Coq au Vin von Thomas Bühner mit Rotwein-Soja-Jus und das roch schon so geil, diese Rotweinsoße. Kurkuma-Reis ist es, ja. 3 Michelin-Sterne. Herr Bühner, es tut mir leid, ich bin jetzt ganz außen im Bild, aber da müsst ihr auch mit klarkommen. Gehen wir rein hier in unsere ausgelöste Hähnchenkeule. Das 3-Sterne-Gericht am Ende essen. Für einen Spannungsbogen super geil. Für die Wärme des Gerichts von einem 3-Sterne-Koch nicht so geil. Ich habe in meinem Leben noch nie Coq au Vin gegessen, ne? Da hat Til Schweiger wirklich so Anti-Promo gemacht für, dass ich danach nicht mal in die Nähe davon gegangen wäre. Wir probieren es. Das ist straight up Weihnachten. Du hast zartes Fleisch aus der Hähnchenkeule. Du hast super leckere kleine Zwiebelchen. Du hast diese kranke Soße. Ich liebe Rotweinsoßen. Soja ist da noch mit drin. Dementsprechend hast du noch so eine heftige, salzige Note, die da auch noch mit durchkommt. Ich finde das komplett geil. Ich finde das wirklich von vorne bis hinten komplett geil. Ist nur lecker. 10 von 10. Ich finde alles, was ich mit 8 von 10 bewertet habe, auch eine absolute Frechheit von mir selber. Mir tut das auch total leid. Also wie gesagt, zubereitungstechnisch, das wäre eine ehrliche Meinung. Alles davon ist komplett geisteskrank. Also ich finde es so lecker. Ich werde mich
persönlich da total mit ausstatten. Wie gesagt, ab dem Moment, wo ihr dieses Video hier seht, beginnen bei GetVoila die Sturmwaffel-Aktionswochen. 10 Tage habt ihr Zeit. Macht das, geht auf die Webseite, holt euch eine handgemachte napolitanische Pizza zu euch nach Hause und macht euer TK-Fach voll für, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn es mal geil werden soll, aber die Zeit einfach nicht da ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.